Willkommen zum fünften Teil Sid Meier's Civilization Beyond Earth mit dem Conny, das bin ich. Und wir sind hier vor der Entscheidung mit unserer panasiatischen Kooperative. Wie kommen wir am besten an diesen Ressourcenpot rein? Also Ressourcensonde, die die Erde ja vor unserer Reise schon hier hingeschickt hat, ohne dass uns der Wurm hier komplett zermalmt. Und da gibt es im Endeffekt nicht so viele Möglichkeiten. Wir müssen mal hoffen, dass dieser Wurm einfach wegzieht. Wenn er in unsere Richtung laufen sollte, ja, er bleibt sogar da. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Lass uns aber erstmal gucken. Wir produzieren nämlich was Neues. Hier hätten wir für die Landeinheiten eine schnellere Produktion. Hier hätten wir mehr Energie, also mehr Geld. Aber ich gehe tatsächlich, weil ich ein bisschen wachsen will, auf die Nahrung. Lasst mich mal kurz gucken. Wir haben allerdings keinen Vorteil. Doch, hier ist Wüste. Hier ist Wüste. Wüste, Wüste, Wüste. Das ist natürlich super, weil Vivarium sozusagen nicht nur zwei Nahrung plus gibt in jeder Runde, einfach so, sondern dazu noch für jedes Wüstenfeld ein Nahrung abgibt. Das ist natürlich Gold wert. Jetzt müssen wir hier eine Questentscheidung fällen. Da wir das Depot jetzt gebaut haben, konnten wir einen erheblichen Ressourcenüberschuss erwirtschaften. Was machen wir jetzt mit diesen ganzen Gütern? Geht das in die Produktion oder für den Handel? Ich glaube in die Produktion, weil finanziell mit 12 Energy die Runde gehen wir ganz gut, einen ganz guten Weg. Die Marines würde ich eher defensiv hier irgendwie stehen lassen, beziehungsweise sogar abziehen. Und die Erkundereinheit lasse ich mal... Ich habe Schiss. Ich gehe mal hier auf den Schwebstein. Da ist zwar Miasma mit drauf. Das heißt, die werden auf jeden Fall gleich 10 Trefferpunkte Schaden nehmen. Aber das nehme ich in Kauf, um hier nicht in die Richtung des Wurms zu gehen, um den nicht zu provozieren. Mal gucken, wenn ich mich dann in die nächste Runde... Ich werde mich da so ein bisschen herumbegeben, wenn ich da sozusagen vielleicht mal erstmal hier hinlaufe. Ja, da ist der Wurm hier auf der Seite. Jetzt ist die Frage, ich stehe vor der Entscheidung, nehme ich diese Ressourcenpot mit und riskiere es, dass es irgendwie als aggressive Handlung vom Wurm gedeutet wird, dann ist die Einheit definitiv platt. Oder warte ich? Und ich bin risikoreich und ich hoffe... Oh, cool! Ich glaube... dass in der im Ressourcenpot eine Technologie versteckt war. Wir gucken mal kurz. Ah, nee. Ich habe eine Quest abgeschlossen. Da hieß es, glaube ich, 2 oder 3 Ressourcenpots soll ich finden und dafür bekomme ich als Belohnung 60 Wissenschaft. So ist es. Und nochmal 24 Forschung in der Ressourcensonde selbst. Leider kann ich jetzt hier nicht mehr abziehen. Wir hoffen mal, dass wir hier nicht attackiert werden, denn sonst war es das... mit unserer kleinen, aber feinen Erkundereinheit. Muss ich eine neue bauen dann im Falle eines Falles. Geophysik könnte ich bauen. Damit könnte ich einen geothermalen Brunnen bauen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, bringt mir das überhaupt was? Habe ich denn solche Ressourcen? Hier hätte ich eine. 6 Geothermie. Ist nicht so verkehrt. Ich könnte das Geländefeld auch kaufen für 50 Gold. Und dann gibt es nochmal 3. Das gefällt mir schon. Muss ich sagen. Ich kaufe dieses Feld erstmal. Und werde dann tatsächlich die Geophysik erforschen. Damit ich dann den geothermalen Brunnen dort bauen kann. Und das gibt einen super Goldertrag. Vielleicht kann ich auch mit diesem ganzen Gold, ich habe ja wirklich viel erstmal jetzt in der 47. Runde, vielleicht kann ich da auch schon mal Einheiten kaufen. Irgendwas, was ich vielleicht ganz akut benötige. Lasst mich kurz gucken. Wissenschaft und Gesundheit und eine Nahrung durch den Sumpf. Aber ich habe keinen Sumpf. Labor gibt 2 Wissenschaft. Ich baue das Pharma-Labor. Einfach gekauft jetzt. Ihr seht das, ich habe nur noch 137, aber ich finde, meine Golderträge sind im Moment so positiv,
dass ich das gerne riskiere. Entscheidend ist jetzt, was der Wurm hier macht. Der hat nämlich, glaube ich, keinen Bock auf meine Erkunder. Bitte attackier mich nicht. Oh, er zieht wirklich weiter? Krass. Okay. Dann nutzen wir die Gelegenheit, ziehen ab und schicken unsere... Ups, Moment. Was ist denn jetzt passiert? Stopp. Artefakt suchen? Oh, er hat ein Artefakt gefunden. Meine Erkundeeinheit hat ein Artefakt. Das ist super, weil ich habe ja noch ein Expeditionsmodul mit dabei. Das ist nicht schlecht. Werden wir gleich machen in der nächsten Runde. Jetzt muss ich aber erstmal hier langsam meine Marines hinterher schieben, einfach nur aus Sicherheitsgründen. Und jetzt muss ich allerdings noch 18 Runden auf die Geophysik warten. Bis dahin kann ich auch keinen geothermalen Brunnen bauen. Das heißt, dieses Feld ist sozusagen erstmal unnutzbar. Wobei, lasst mich mal kurz gucken. Naja gut, die 3 Gold wirft das Ding auf jeden Fall ab. Ich könnte also, wenn ich den Schwerpunkt hier auf Gold verdienen lege, das ist schon ein signifikanter Unterschied, ne? Das sind 5 Gold die Runde mehr. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich das am blödesten mache. Ja, ich mache mal Nahrungsfokus. Der wirkt sich einfach overall, wenn ich das mal so sagen darf, einfach besser aus. Die Frage ist nur, was mache ich jetzt mit dem Bautrupp, den ich hier habe? Den lasse ich hier unten einen Generator bauen für Energy. Das finde ich super. Nächste Runde könnt ihr übrigens auch mit Enter beenden. Und wir haben eine neue Station entdeckt, mit der wir potenziellerweise handeln können. Wir gucken mal. So, Marines, bewegt euch mal. Ja, das ist natürlich jetzt ist ein langer Weg. Da sind schon wieder irgendwelche Drohnen. Aber jetzt wird der Erkunder erstmal, und da möchte ich gerne wieder die liebevolle Grafik hervorheben. Da wird jetzt erkundet. Der Erkunder hier mit seinem Roboter, da ist das Expeditionsmodul geladen, also dieses ganze Equipment. Und dahinter versteckt sich ein Alien-Skelett. Mal gucken, was er findet in diesem Artefakt. Nächste Runde, da sind wir in der Jubiläumsrunde 50. Da möchte ich euch kurz gerne nochmal darauf hinweisen, dass ich ja auch einen eigenen YouTube-Kanal habe. Der ist verlinkt, wenn ihr also auf so Strategie steht, aber auch Indie-Games auch ein bisschen pixelig und so weiter und so fort. Dann abonniert mich gerne auch da. Ich freue mich, wenn euch das gefällt. Ach ja, Twitch mache ich auch, Livestreams. Auch da ist der Link in der Beschreibung. Also meine Stadt wächst hier ganz ordentlich. Jetzt muss ich mal kurz gucken, kann ich schon Kolonisten bauen? Könnte ich. Wird vermutlich dann demnächst schon der Fall sein. Den werde ich dann hier an die Küste setzen, vielleicht in die Nähe des Titans. Wobei das natürlich den Kollegen hier von der ARG nicht so gefallen wird. Werden wir sehen, wie sich das so verhält. Ja, mir erstmal war mir klar. Den lasse ich hier stehen. Und ich kann neue Werte aussuchen. Jetzt muss ich kurz überlegen, denn ich möchte natürlich demnächst einen neuen Kolonisten bauen. Jetzt schauen wir mal, wann ich hier die nächste Produktion in Auftrag geben kann. In 3 Runden kann ich quasi, also in 2 kann ich neu produzieren. Dann würde ich hier den Kolonisten nehmen, oder? Wobei, der dauert wieder so lange. Und während man einen Kolonisten baut, das ist wie bei Civilization auch, da stagniert das Wachstum in einer Stadt. Muss ich mal gucken, ob ich das wirklich mache. Also ich würde eher noch nicht auf den Bautrupp gehen. Na, jetzt machen wir natürlich die Wissenschaft. Dann bekommen wir nämlich den Bonus auch noch, wenn wir die Expedition beendet haben. Und die müsste ja bald dann zu Ende sein hier unten. Ja, in einer Runde ist die Expedition zu Ende. Die Marines, die lasse ich mal bis zur Heilung verschanzen. Was ja auch nicht so verkehrt ist. Dann können die da nämlich rumeiern. Nach etlichen fruchtlosen Monaten der Ausgrabung des Alien-Skeletts. Naja, fruchtlose Monate. Näherte sich aus der Wildnis eine fremdartige Lebensform, als wäre sie gerufen worden. Ihr Expeditionsteam griff schnell zu den Waffen, aber wie sich herausstellte, war dies nicht nötig. Welche Ehrerbietung die Lebensform dem Skelett auch immer entgegenbrachte, sie scheint auf sie übersprungen zu sein. Eine Alien-Drohne steht nun unter ihrer Kontrolle?
Das ist wie wenn die Barbaren sich angeschlossen haben bei Civilization. Ja, krasse Wurst. Was haben die? Oh. Oh, ist das eine krasse Reichweite? Okay. Das ist echt hart, oder? Jetzt steuern wir so eine Drohne. Und das Coole ist, dass die kein Problem haben mit Miasma. Die Frage ist nur, werden die angegriffen oder werden die als eigene Lebensform sozusagen akzeptiert? Aber kann mir jemand erklären, was diese gesamte Wand voller Aliens hier soll und wie ich da überleben soll? Puh. Ich versuche mal... Achso, kann ich nicht mehr steuern. Ich ziehe den mal noch ein Feldchen mehr ran und lasse ihn hier nochmal verschanzen. Das ist natürlich... Oh nee, die attackieren mich. Aliens untereinander, ja. Aber wieso kommen die denn alle und attackieren hier rum? Okay, erstmal gucken, welche Quest ist aktualisiert. Erstellen Sie einen Handelsweg mit Kinguan. Ich glaube, das kann ich von dort aus nicht. Ich bin zu weit weg mit meiner Stadt. Okay, absoluter Rückzug hier, weil das ist leider alles gerade ein bisschen... Wobei, vielleicht traue ich mich hier in Süden. Ich traue mich in Süden, aber alles andere wird komplett abgezogen. Ich will die Einheit, die ich eben gewonnen habe, nicht gleich wieder verlieren. So, hier haben wir fertiggestellt. Welches Gebäude? Ah, Mist. Das kann man ja nicht mehr so richtig gut sehen. Ah ja, Vivarium. Ich erinnere mich. So, jetzt muss ich mal schnell schauen. Da hatten wir nämlich jetzt 8, 21, 23, 11, 12. Okay, ich bleib mal auf dem neutralen Fokus. Also sprich, kein Schwerpunkt. Aber wir sehen natürlich dadurch, dass die Wüste jetzt plus 1 abwirft, wird das ganze Land hier, obwohl wir uns in der Wüste befinden, deutlich fruchtbarer. Was ja schon mal cool ist. Produktion wählen. So, sehen wir Aliens in der Nähe? Nein. Na doch, hier, aber vor denen habe ich nie so Schiss. Da ist mir der Wurm deutlich gefährlicher. Den will ich aber jetzt nicht erstmal bauen. Die Frage ist, baue ich einen Kolonisten oder 10% Produktionsplus für Landeinheiten? Hier würde ich noch mehr Gold bekommen. Hier bekomme ich Wissenschaft und Gesundheit. Jetzt muss ich mal schnell überlegen. In 2 Runden wächst meine Stadt. So lange warte ich noch, bis ich den Kolonisten baue, glaube ich. Es ist nicht so leicht. Es ist echt nicht so leicht. Echt schwer. Boah, Leute, was mache ich denn jetzt? Ich nehme das Labor. Tatsächlich, ich gehe auf Wissenschaft, damit die Geophysik schneller zu Ende ist. Und wir haben die Station Fernbasis 1 entdeckt. Wenn wir jetzt mit der einen Handelsweg aufmachen würden, bekommen wir 2 Gold und 2, also 2 Energie und 2 Wissenschaft. Dann haben wir hier die Marines, die wir zum Rückzug aufgefordert haben. Die lassen wir hier. Oh, die Aliens hier wollen es aber auch wissen. Wir kommen hier nicht durch. Leider. Oder ist der Wurm im Anmarsch hier unten? Aber das ist natürlich cool, dass diese Drohne, dass sie so eine Reichweite hat, weil sie ja offenbar so eine Art fliegende Einheit ist. Nee, mir wird hier der Weg komplett versperrt. Die wollen nicht, dass ich hier durchkomme. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ja, was soll's. Ich würde mal an der Stelle aufhören. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder, wenn es heißt Civilization Beyond Earth.
Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr Kommentare habt, Fragen oder Tipps oder Anregungen, einfach in die Kommentare schreiben. Ich antworte wie immer drauf. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.